Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Need for Speed und wir machen hier wieder weiter. Ich würde sagen, wir fahren noch gleich raus und fahren ein paar Rennen, würde ich sagen, oder? Wir brauchen halt noch ein bisschen Geld und ja. So müssen wir schon ein bisschen die Story ein bisschen voranschreiten. Also machen wir einfach mal weiter. So, auf geht's. So, ich hoffe mal, dass ich irgendwann mein neues Auto bekomme. So, genau, ich würde sagen, wir machen mal die Story. Genau. Genau. Gewinne das Sprintrennen mit Amy. Hier. Und teleportieren wir uns auch mal ein. So, mal schauen, was er mir so zu bieten hat. Auf geht's. Eingebrannt. Gewinn das Sprintrennen mit Amy. Okay, achte auf den oberen Bereich, dann ist alles gut. Machen wir doch. Also wir müssen gewinnen. Es gibt kein Wenn und Aber, sondern wir müssen halt einfach gewinnen. Okay, verstehe schon. Dann gewinnen wir einfach. Hoffe ich. Gerade machst du ein bisschen Druck nach vorne. So. Das komme ich schon gut voran. Ich bin genau hinter dir, Amy. Und jetzt vor dir, sehr gut. Diesmal ziehen wir sie ab. Nicht so wie irgendwann mal sie. Weiß nicht, was ist in den letzten Part oder ich weiß nicht mehr. Ich habe schon eine Woche nicht mehr aufgenommen und habe schon keine Ahnung mehr. Aber kein Problem. Ich denke, das geht schnell. Würde ich mal so behaupten. Und wieder Schleifwerbung. Hot Wheels. Naja. Naja. So, mal gucken, wie weit wir heute überhaupt kommen. Wir können ja gleich mal den Fortschritt mal anschauen. Man kann ja, glaube ich, mal Fortschritte mir anschauen oder so, oder? Ging das nicht irgendwie? Wir kriegen halt echt nicht so viel Geld irgendwie. Ja gut, wir sind ja immer noch am Anfang, aber trotzdem. War halt viel, viel Geld. Ich weiß nicht, ob der nächste auch wieder mein neues, also was ist wieder, endlich mein neues Auto auch wieder mal haben. Wir sehen schon wieder. Das ist unser erstes Auto dann, das wir uns selbst gekauft haben dann. Ne, ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Das ist jetzt hier schon echt schnell unterwegs gerade. Driften kriegen wir Nitro, okay. Das ist nämlich immer so manchmal so aufgefallen. Geht leider auch sehr schnell weg. So, vorne ist das Ziel und wir haben es geschafft. Wo ist Amy? Amy ist weg. Sie hatte mit der Lust auf uns. Würde ich mal so behaupten. 7000 haben wir bekommen, das ist gut. 7000 ist doch super und Level up. Exklusive Gesellschaft, mein Freund. Bis dann. Oh, danke schön. Okay, genau. Ah, okay, wir müssen mit Spike seine. Jo, wir starten genau. Ein Highway-Rennen. Wird nicht einfach, also sieh zu, dass deine Karre was kann. Lass dir vielleicht von Ames helfen. Die Typen meins ernst. Bis später. Okay. Haben wir genug Geld? Ich weiß nicht, ob wir genug Geld haben. Springen wir mal kurz rüber, gucken mal, ob wir irgendwas ziehen können und dann gehen wir zum Rennen mit Spike und seinen Jungs. So, genau. Wir brauchen ein bisschen Leistung. Genau, Zündung vielleicht noch ein bisschen.
Okay, geht zurzeit nicht. Steuergerät, gibt's ein besseres? Nee. Wir müssen so viele Level-Up bekommen. Ah, das könnten wir uns kaufen. Können wir hier noch ein bisschen was? Nein. Nee, ich glaube, wir können gar nichts mehr kaufen. Okay, das war's dann. Okay. Kein Problem. Dann werfen wir mal nichts rein und versuchen ein bisschen mehr Geld zu bekommen. Ja, das heißt sparen, sparen, sparen und reinfahren. Ja, genau. Rennen, fahren, sparen und reinfahren. So. Okay. Genau, Karte. Zeit fahren. Teleportieren ist einfach darüber, das geht am schnellsten und ja. Stimmt, ich wollte eigentlich mal gucken, wie weit wir eigentlich so in der Kampagne sind. Konnte man das nicht irgendwann mal gucken? Ist nicht irgendwie mal, ich musste mal gleich mal gucken. Ja. Okay, verstehe schon. Genau, hier Fortschritt. Genau, hier Spielverlauf. Kann immer mal gucken, wie weit wir jetzt sind. So, genau. Sind wie gesagt noch am Anfang. Also kein Problem. Aber wir Spec-Aufgaben sehr schnell erschaffen. Ich glaube schon 15% schon bei Spec. Okay, Z fahren, okay. Mitte 54.8, das nehmen wir auch hin mit ohne Subaru, oder Leute? Was habt ihr? Ich hab Bock. Ich hab einfach nur Bock drauf. So, mal schon lüften. Ich glaube, zudem ist es in die Trab, ich glaube, schon Stein gebracht, oder? Ich weiß das gar nicht. Okay, geben wir ein bisschen Vollgas. Wir haben schon die Hälfte der Strecke schon. Wir haben noch 1 Minute 4. Sollten wir aber eigentlich schaffen. So. Was die da hinten machen, keine Ahnung. Wir reden die gerade miteinander, kann ja auch sein. Oder ein Battle oder keine Ahnung. Es hat zu viel gebremst. Kein Problem. Und da ist auch schon das Ziel. Das Ding geht schnell, aber ist auch gut, dass es schnell geht. So, Menu ruft uns an. Und Level Up. Das ist super. Gucken wir uns nochmal an, oder? Nein. Das heißt, wir müssen zu den Nachrichten, genau. Yo, hier ist Manu. Wenn dir Spike auf die Nerven geht, kenne ich eine Killerstelle zum Heizen. Nicht weit weg, komm einfach, wenn du Zeit hast. Wir sehen uns. Bis später. Okay, Drift Contest. Und was hat? Hör zu, Robin. Manu ist wirklich kein schlechter Typ. Kann sein, aber er ist ganz schön frauenfeindlich. Ach, du verstehst ihn völlig falsch. Ames hat recht. Manu kommt aus einer ganz anderen Welt als du. Deswegen, übertreibt er manchmal etwas. Man sollte ihm sein Ziel klar machen. Er sagt ziemlich unhöfliche Dinge. Ich kümmere mich drum. Denk dran, es ist das Herz hinter den Worten, nicht die Worte selbst, okay? Gut, ich muss weg. Vielleicht sehen wir uns in der Werkstatt. Bis später. Also, Rob, Spike kommt vorbei. Sagt, er hätte was für mich. Lust dabei zu sein? Fall nicht drauf rein, Ames. Er wird dich bestimmt zu diesem billigen Steuergerät locken, das er eingebaut hat. Okay. Dann gucken wir noch die Nachricht nach von Spike und dann können wir loslegen. Es geht los, Mann. Schwing deinen Hintern rüber. Peace. Okay, das war schnell. Das
Das finde ich super, dass das mal schnell geht, nicht, dass es immer so 5000 Dialoge gibt. Okay, dann würde ich sagen, wenn es doch gerade mal hier ist, machen wir auch gerade mal Spike weiter. Ist ja gerade hier um die Ecke. Damit ist dann auch schon wieder. Okay, auf geht's. Sprintrennen wieder. Party ist angesagt, Mann. Und wir sind dabei. Sehr cool, Spike. Sehr cool. So, wir müssen in Top 3 werden. Ich stelle mir das Game schon irgendwie hin. Vielleicht sogar Platz 1. So, 33 Kontrollpunkte. Okay. So. Okay, Sprintrennen, ja gut, ist wenigstens nicht zwei Runden oder so, sondern einfach nur eine gerade Strecke. Ah, das geht mir hin, Leute, das geht mir hin. Das sind ja nur 7,4 Kilometer Strecke, das ist gar kein Problem für uns. Wir machen gerade ein Battle, Spike und ich, aber kein Problem. So. Oh. Spieler voraus. Steht perfekt. Nein! Hä? Wie? Bin ich da bestimmt gecrashed? Gut, wir sind immer noch gut, aber trotzdem. Wie kann ich denn gecrashed werden? Ist ja fast so schlimm wie in Most Wanted, also wenn man halt crashen tut. Also diese Takedowns, ihr wisst schon. Aber egal, kein Problem. Kein Problem. 4,2 Sekunden noch. Was ist 4,2 Sekunden? 4,2 Kilometer noch. Oh, sind ja schon wieder Erster. Wow, okay. Das heißt so viel, dass ich manchmal nicht checke, ob ich jetzt Platz 1 oder Platz 2 bin. Ja. Die Kurve ist noch ein bisschen schwierig. Durch. Oh nein, die Polizei. Okay, nicht verspätet haben die wenigstens gesprochen, oder? Haben die nicht auch mal geredet? Oder war es einfach nur diese Sirene? Ich glaube, dass es nur die Sirene war. Okay. Scharfe Linkskurve. Und weiterfahren. So, wir sind noch in Top 3, sind wir immer noch. Ja klar, wir sind ja auch Top 1, aber trotzdem. Und wir haben es gleich geschafft. Sehr gut. Das war's. Und wieder 7000 bekommen. Also wir kriegen jetzt gerade gut Geld. Und Stufe 10 schon. Okay, auch schon wieder Level up. Okay. Okay, komm rüber zum Longhorn und versuch's in einem Stück. Bis nachher. Okay, gehen wir wieder zur Karte und sagen wir, gehen wir zum Menü, oder? Ja, gehen wir hin. Für seinen Drift Contest. Mal sehen, wie viel wir driften müssen oder wie gut wir driften müssen und so, ja. Also wie gesagt, wir kommen echt schnell voran. Okay, ich wusste, dass du neugierig bist. Du wirst dich garantiert mit dem Drift-Virus infizieren. Ja, ich mag es zu driften. Oh, direkt schon Platz 3, okay. Wie gesagt, ein besseres Auto wäre natürlich echt besser gewesen. Oh, ich meine ein besseres Auto.
schön. Oh, 20.000 haben wir schon. Wow, okay, das ging schnell. Haben wir nicht immer noch 9.000 nur? Was? 9.000 nur? Okay. Okay. Verstehe schon. Dass du holen darf. Hey, Robin hier. Ich teste ein paar Stellen um die Bay herum. Machst du mit? Okay, vielleicht sehen wir uns, ja? Okay, nächste Mission mit Robin. Oh, okay, wir führen eigentlich deutlich. Ja, danke schön für Schubsen, Ricardo. Unsicher machen könnte jeder sein Mann. Auch unser neuer Freund hier. Oder Spikes Liebling Magnus. Hey, keine Witze darüber. Die falsche Person hört mit und wir sind alle geliefert. Alles klar, ich erzähle euch mal was über Magnus. Er ist nicht... Ja, ist gut. Wir haben das schon 1000 Mal gehört. Also, wer ist fürs Longhorn? Wer nicht? Komm, ich gebe dir einen Vorsprung, Spike, damit du üben kannst. Leck mich. Was? Wir sehen uns dann. Okay. So, ich würde sagen, nächstes Rennen. Und wir treffen Amy jetzt. Ist halt jetzt die Frage. Ja. Okay, wollte schon sagen. Ich mache schon das Blöde, wenn zum Beispiel ein Spieler da steht, da dauert es immer ein bisschen, bis ich da wirklich ja, benutzen kann. Und ja. Geht's. Wow, Wahnsinn. Ich weiß. Hey, Banks. Ja. Gut gemacht. Ich wette, dafür hast du den ganzen Tag gebraucht. Ich dachte, ein bisschen Inspiration könnte nicht schaden. Yo. Hey. Yo, was geht ab, T? Fantasierennen. Nakai-san gegen Magnus Walker. Wer gewinnt? Komm schon, das ist doch uninteressant. Du brichst mir das Herz, Kleiner. Nein, das ist eine faule Ausrede. Ich fahre gegen Nakai-san, wann ich will. Es sei denn, nun, Magnus fährt ein RWB. Dann ist nämlich Essig. Ah, du lernst dazu. Naja, ich hoffe einfach, dass ich eines Tages einen Wagen bauen kann, der halb so gut ist wie von Nakai-san. Was habe ich dir gesagt? Unser einziges Limit ist die Vorstellungskraft. Apropos Limits. Ich habe mal nachgedacht, was man braucht, um einen Motor so richtig zu tunen. Ich rede von abartiger Power. Ganz simpel. Ein Haufen Kohle und ein Haufen Arbeit, das ist alles. Was mich ärgert ist, dass wir uns so hängen lassen. Wir sind nicht hier, um bloß auf Nummer sicher zu gehen. Denk mal nach. Der Ruf, den du für die Kohle brauchst, um so einen Wagen zu bauen. Dafür muss man hart kämpfen. Sorry, Mann. Hab die Stimmung ruiniert. Ja. Dieser Kerl, Mann. Okay. War doch ganz cool. Neu, riecht nach verbranntem Gummi und ist richtig, richtig heiß. Drag Racing. Fahren wir alle. Solltest du auch probieren. Ist der Hammer. Okay, Drag Run. Ich mag nicht so gern Drag Run. Aber wir könnten... Das sieht schon echt gut aus. Sind wir unterwegs noch ein bisschen schneller. Und geht halt leider noch nicht. Motoraufladung geht auch noch nicht. Die
hier irgendwas? Nein. Kühlsystem auch nicht. So, ich würde sagen, das reicht erstmal mit ein bisschen Tuning. Ich glaube, wir fahren noch einen Rennen, dann würde ich sagen, beendet das Video schon. Würde ich mal so behaupten. Ein Rennen fahre ich noch. So. Okay. Was sagen? Okay, wir könnten mit Robin probieren. Wenn ich weiß, wo ihr Rennen sind. Ah, hier, oben. Okay. Mal eine Robin-Mission wieder. Aber wie gesagt, wir kommen wirklich echt schnell voran. Der gute Spiel ist eigentlich auch gar nicht so schwer. Also da waren die anderen Teile natürlich schwieriger. Hey, Bro. Wollte dir eine neue Route zeigen, aber wie es aussieht, bin ich spät dran. 2 Edward 24, brauche eine Identitätsprüfung. Over. Roger 24. Tja, ich bin spät dran. Ist das Ihr Fahrzeug? Ja. Yeah. Führerschein und Zulassung. Ich wurde gerade angehalten. Sir, legen Sie das Telefon weg. Officer, ich habe gar nicht gemerkt, wie schnell ich war. Dafür ist der Tacho da. Führerschein und Zulassung. Ich frage nicht noch einmal. Okay, ich glaube, die will Ärger machen. Muss auflegen. Aus dem Wagen. Sofort. Wow, wow. Okay, okay. Hier ist mein Führerschein. 2 Edward 24, 1199. Roger, brauchen Sie Hilfe? Ich will Ihre Hände sehen. Locker, Mann. Aus dem Wagen. Okay, man hat ein bisschen Ärger mit den Cops, aber ja, das tut mir auch ein bisschen leid. Aber nur ein bisschen. Da bist du ja. Sehr gut. Also legen wir los. Oh, hätte er ein bisschen weniger driften sollen. Okay, apropos driften, wir müssen mit Robin driften. 15.000, okay. Gehen wir doch hin mit unserem Subaru. Haben wir schon ein Drittel der schon. Nein, Drifte. Ja, mir ist manchmal der Wagen nicht so gut für Driften irgendwie. Ich weiß auch nicht. Also enge Kurven ist ja natürlich nicht so geeignet. Nein! Oh Mann, wir hätten doch das gehabt. Mahaha. Hey Mann, ich kenne ein paar Jungs, die solche Geschosse haben wie du. Exklusiver Club, du verstehst. Wenn du bereit bist, und das sind nicht viele, steig ein. Aber diese Typen sind hart drauf. Meld dich bei mir. Okay. Nein. Okay, ich hab's doch noch geschafft. Bin noch ganz knapp. Das hat halt viel zu viel schmale. Oh, dankeschön, Robin, danke. Schmale Straße gehabt, deswegen konnte ich nicht so gut driften. Das hab ich zum Glück noch geschafft. Gut, sind wir halt hier noch driften können, aber. Ja, wir haben's jetzt schon geschafft. Sehr gut. Schon erfüllt. Okay, Leute, dann würde ich sagen, beende ich das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nichts Platz geht's dann weiter. Mal gucken, was wir dann so für Missionen noch haben. Ich glaube, Amy-Mission haben wir, glaube ich, noch. Und wenn es natürlich gefallen hat, können wir jetzt gerne einen Daumen nach oben geben. Oh, wartet. Doch noch ein Anruf. Okay,
leg noch einen drauf mit einem Zeitfahren. Freue mich über Gesellschaft. Sehen wir uns später? Okay, bye. Okay, aber schon, wie gesagt, Leute, im nächsten Part, ich hoffe, es hat das Spiel gesagt, gefallen. Und ja, du würdest sagen, bei mir dann ein paar Rennen mit Robin, Spike, Amy oder Manu. Mal schauen. Ja, ich hoffe, wie gesagt, ihr hat es euch gefallen. Ihr könnt, wie gesagt, gerne einen Kommentar schreiben, wie ihr es fandet. Was, wie gesagt, euer Lieblingsrennen ist, welcher euer Lieblingscharakter ist. Und ja.